Wie geht es weiter? Willkommen auf dem Channel des Syndikats. Ich bin Kumagawa und hier erklären wir euch das Ende der ersten Staffel und sehen uns an, wie es in einer zweiten Staffel von The Sandman weitergehen könnte. Am 5. August 2022 ist die erste Staffel von Neil Gaimans The Sandman auf Netflix erschienen. Die erste Staffel umfasst 10 Folgen mit einer Laufzeit zwischen 37 bis 54 Minuten. In der ersten Staffel konnten wir sehen, wie Morpheus, alias Dream oder auch The Sandman sich seine Werkzeuge zurückgeholt, sein Traumreich wieder aufgebaut hat und es mit vielen Widersachern zu tun bekam. In der ersten Staffel wurden einige Fässer aufgemacht. Fangen wir mit Rose Walker an. Am Ende gehen die Fähigkeiten als Traumwirbel auf ihre Urgroßmutter über. Eine Person, die als Wirbel geboren wird, erscheint in jeder Epoche. Diese Personen sind so gefährlich, weil sie eine Art flüchtiger Traum, der in sich zusammenfällt, erschaffen, der alle Träume und dann irgendwann die Realität einsaugt. Die Urgroßmutter von Rose opfert sich und erspart Rose somit, das ultimative Opfer zu bringen. Wir erfahren, dass Rose eine Nachfahrin der Ewigen ist. Desire hatte die schlafende Unity Kincaid im Schlaf geschwängert. Anfänglich hätte Unity der Wirbel sein sollen, doch da sie schlief, wurde Rose zum Wirbel. Desires Plan war es, dass Dream das Blut eines Familienmitgliedes vergießt. Dazu muss ich direkt sagen, Desire ist nicht wirklich ein Bösewicht, sondern eher ein ziemlicher Mistkerl. In den Comics hat die Rivalität der beiden damit angefangen, als Desire Morpheus dazu brachte, sich in eine Frau namens Killala zu verlieben, die seine Gefühle jedoch nicht erwiderte und den Planeten verließ. Und seitdem war das Verhältnis der beiden zerrüttet. Von Desire werden wir auch in Zukunft noch einiges sehen. Rose Walker werden wir ebenfalls in Zukunft sehen. Sie taucht noch in einigen Geschichten aus der Sandman-Reihe auf. Ebenso spielt auch das Kind eine wichtige Rolle. Ich werde hier nicht zu weit vorgreifen, aber das Kind, das Lita Hall, die Freundin von Rose Walker im Traum mit ihrem Ehemann Hector gezeugt hat, wird nochmal sehr wichtig für das Finale der Serie. Dazu passt, dass Morpheus meinte, dass alles, was im Traumreich erzeugt wird, Morpheus gehört. Hector muss am Ende ins Totenreich und Lita zieht am Ende ihr Kind zusammen mit der Hilfe von Rose auf. Kommen wir zu Lucifer. Am Ende sucht Azazel, einer der Generäle von Lucifer, sie auf, um in den Krieg gegen das Traumreich zu ziehen. Wenn sie die Hölle nicht verlassen können, erweitern sie halt die Hölle nach dem Traumreich, die Wachwelt und dann die silberne Stadt. Lucifer hat am Ende eine Idee, um Gott zu Weißglut zu treiben und Morpheus in die Knie zu zwingen. Auch in den Comics gibt es ein Wiedersehen mit Lucifer. Aber anders als man denken würde, kommt es nicht zum großen Kampf zwischen Dream und Lucifer, sondern Lucifer übergibt die Schlüssel der Hölle an Dream, weil es Lucifer langweilt, der Boss der Hölle zu sein. Also eher wie in der Lucifer-Serie, die ja ebenfalls dem Lucifer aus der Sandman-Geschichte nachempfunden ist. Und ich denke, es wird in die gleiche Richtung gehen. Die als Albtraum gestartete Gord wird am Ende in einen Traum umgewandelt, nachdem Morpheus einsah, dass sich die Dinge doch ändern können. Es ist der Anfang einer neuen Ära. Diesen Charakter gab es nicht in den Comics. Der Korinther wird am Ende ausgelöscht. Morpheus beendet somit seine Mordserie und sagt, dass die Welt keinen Korinther braucht. In den Comics hingegen erschafft Morpheus einige Zeit später einen neuen Korinther. Und wahrscheinlich wird das auch hier der Fall sein. Während sich Morpheus also dran macht, neue Träume und Albträume zu kreieren, soll Lucien sich so lange um das Traumreich kümmern. Fiddler's Green wollte wissen, wie es sich als Mensch lebt. Als er herausfindet, dass der Korinther eine Sekte gegründet hat, die Leute ermordet, kam er wieder ins Traumreich zurück. Fiddler's Green gehört zu den Träumen von Morpheus, einem der Wesen, denen er am meisten vertraut. Er war aber keine Person, sondern ein Ort. Wie wir am Ende sehen, übernimmt Fiddler's Green wieder seine Pflichten im Traumreich. In der ersten Staffel wurden bereits 16 der 75 Originalausgaben des Comics adaptiert. Rechnen wir das in Staffeln hoch, bleiben uns noch 3 bis 4 weitere Staffeln, die uns erwarten könnten. Die Chancen für eine zweite Staffel stehen wirklich gut. David S. Goyer, einer der ausführenden Produzenten der Serie, sagte bereits in einem Interview, dass sie schon an einer zweiten Staffel schreiben und jetzt nur noch abwarten, wie die erste Staffel auf Netflix läuft und wann sie das Go für eine zweite Staffel bekommen, um dann weiterzumachen. Ich schätze mal, wir bekommen eine zweite Staffel im Sommer nächsten Jahres. So, wie fandet ihr die erste Staffel von The Sandman? Und seid ihr Fans der Comicvorlage oder war die Serie was komplett Neues für euch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, um auch in Zukunft über neue Videos informiert zu werden. Bis zum nächsten Mal.